Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zum Hardware-Video von der Enzco Capture-Karte. Die werden wir jetzt anschließen. Wir haben gerade ein Unboxing-Hardware-Video gemacht, also Unboxing mit Hardware, wo wir uns die Hardware angeguckt haben. Jetzt kommen wir zum Hardware-Check. Wir werden sie anschließen und gucken, ob sie das auch macht, was sie machen soll. Ich bin sehr gespannt. Ach so, wir brauchen dann auch noch mal Strom. Ich habe hier keinen separaten Strom, so wie es aussieht. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Moment. Daran habe ich gar nicht gedacht. Doch, habe ich. Doch, habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich. Wir nehmen. Obwohl, da haben wir ja ein USB. Müsst ihr gehen. So, einmal haben wir die Capture-Karte. Dann haben wir hier ein USB und ein HDMI-Kabel. Ein HDMI-Kabel lasse ich noch verpackt. Weil ich habe hier noch einen liegen. Ich weiß jetzt nicht, ob wie viel wir brauchen. Ich habe auch schon OBS vorbereitet, komplett leer, auf dem kleinen Laptop. Weil den kann ich mir hier hochkant machen. Der macht sich dafür super. Aber ich will ja zeigen, dass es das auch weiterhin funktioniert, alles. So. So. Und zwar. Alexa, Ladestation an. So, dann stecken wir das mal hier an. Strom. Zack. Jetzt leuchtet's. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal hier noch ein bisschen Platz, damit meine PlayStation-Uhr hier noch ein bisschen hin kann, weil wir müssen an den Verteiler jetzt noch ein bisschen ran. So, also hier seht ihr den Laptop. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, welcher HDMI geht denn zum Fernseher? Das müsste der sein. Ja, das ist der, der zum Fernseher geht. Wieder reinmachen. Ja, haben wir Bild. Ja, der erkennt das gleich. Ich lasse das jetzt auch mal wieder unter Gaming-Konsole jetzt laufen. Scheißegal. Einstellen tue ich es mir nachher noch. So. Jetzt brauchen wir den, was die PlayStation ist. Und weil ich die PlayStation 4 auf 4 habe, ist das 4, 3 ist die Switch. Da, nee, Quatsch. Quatsch. Das ist 4, 3, 2 und 1 ist die PlayStation. Hier ist die PlayStation. Super. So, dann haben wir die PlayStation und dann haben wir den TV. Dann können wir hier schon mal HDMI out ist der TV. HDMI in ist die PlayStation. Dann haben wir das schon mal geklärt. Ich bin mal gespannt, als was das jetzt anerkennt. Als Game-Konsole. So, okay. So. Und. Ach oh Gott. Dann können wir hier schon mal schnell gucken. So. Ich mache mal jetzt die Info-Taste. So, und wir haben eine Auflösung von 3840 zu 2. Kruzifix und Token, bleibt doch nochmal stehen hier. Zu 2160, 60p HDMI, UHD Color mit HDR UHD. Also das ist hier dran. Ich werde mal gucken, dass ich das vielleicht, weil viele glauben das dann immer nicht. Müsste auf der Seite sein, glaube ich. Nee, auf der anderen Seite.
Da. So. Ich stecke hier auch nichts um. Deswegen lasse ich alles so, wie es ist, damit nicht, dass er ist, hier hast du umgesteckt oder so. So, und da seht ihr das. Ja. So, jetzt müsst ihr das sehen. Da. 4K, UHD und HDR. Haben wir hier. Ich mache nochmal an. 4K, hier HDR und UHD. Ich sage mal 4K, es ist kein 4K, es ist auf Fernsehern immer ein UHD. 4K ist halt dieses Kinoformat. Ja? So. Habe ich den Fernseher jetzt ausgemacht? Ich habe den Fernseher ausgemacht. Wie kann ich den ausgemacht? So, müssen wir nochmal anmachen hier. So, ich habe die PlayStation in Ruhemodus versetzt, weil ich den Fernseher ausgemacht habe. So. Und dann kann ich euch das zeigen. Also wir haben jetzt schon mal gesehen, 4K wird hier durchgeschleift. Wir haben hier den Eingang, PlayStation geht rein, hier geht's raus zum TV. Es läuft. Und es läuft, ihr habt es gesehen. Jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar USB 3.0. So. Ich werde den mal hier anschließen. Ich glaube, ich habe den falschen USB-Kabel. Ich habe kein USB zu USB. Und so einer war auch, glaube ich, nicht mit bei. Doch, der ist mit bei. Bin ich ein Trottel. Da ist kein HDMI-Kabel mit bei. Da ist ein USB-Kabel mit bei. So. Muss ich im Bearbeitungsvideo noch richtig stellen. So. Und zwar haben wir hier ein USB 3.0 Kabel. Hm? USB zu USB. Ich werde den jetzt hier auch nicht großartig auffriemeln, weil wir haben hier nur so ein kleines Stück, was wir überbrücken müssen. So. Den stöppeln wir hier an. Und den stöppeln wir auf der anderen Seite an. Zack. Dass ihr seht, ich mache alles ziemlich dicht. Damit ihr seht, dass es auch so läuft, wie ich euch das sage. Nicht, dass es heißt, hast du nicht gesagt. Hier, USB-Gerät wird eingerichtet. So, der hat jetzt hier zum Beispiel eine Full-HD-Kamera gefunden. USB 3.0 Komponente, das wird ja die Capture-Karte sein. USB 2.0, so. So, dann werden wir mal gucken. Jetzt müssen wir das natürlich in OBS einbinden. Ohne Overlay jetzt, wir machen das jetzt ganz normal. Und dann suchen wir einfach mal nach Geräten. Und zwar wollen wir jetzt erstmal nach einem, wo haben wir das? Medienquelle, Audio, Video, da unten haben wir das. So, wir wollen ein Videogerät und da sagen wir jetzt einfach mal, das soll heißen, Capture Card soll das einfach mal heißen. So, okay. Und jetzt fragt er uns natürlich nach einer Capture Karte. Natürlich haben wir jetzt hier die Kamera drin, die jetzt spiegelverkehrt ist. Die brauchen wir nicht. Die müssen wir dann nachher noch umdrehen. Full HD Capture haben wir hier. Und das ist die PlayStation. Haben wir drin. So, jetzt wollen wir aber benutzerdefinierte Größe haben. Und dort nehmen wir 4K, nicht 4K, sondern 1080p. So, und dann nehmen wir
FPS, höchstmögliche FPS. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir den Controller? Ich muss mal hier kurz. Ach, jetzt habe ich die mit Fernbedienung gesteuert. Ach, wollte ich doch gar nicht. Verschieben. Alexa, Soundbar aus. Gut, da hätte ich jetzt eigentlich auch den optischen drinnen lassen können, aber egal. So, haben wir. Wir haben jetzt hier einen Ton. Also wir wissen, dass hier Ton im Spiel ist, aber wir haben hier noch keinen Ton über die Capture-Karte. So, dafür machen wir jetzt ein neues Gerät hinzu, und zwar ein Audioaufnahmegerät, und das nennen wir einfach mal so CC Audio. Okay. Jetzt gucken wir mal bei Aufnahmegerät, ob der hier was hat. So, wir haben Standard, Realtek High Definition, Digital, Schnittstelle, Capture haben wir. So, digitale Schnittstelle, Capture haben wir. So, das Bild ist aber immer noch ziemlich dunkel. Deswegen gehen wir mal in die Einstellungen. Bild und Video, HDR automatisch, HDR aus. So, dann gehen wir mal hier raus und schon haben wir es schön in Farbe. Also er macht zwar mit HDR, aber es gibt dann halt immer noch so ein bisschen Probleme bei älteren PCs, damit die Qualität dann vom Video nicht so schön aussieht. So, das haben wir jetzt. Achso, wir können uns das hier eigentlich auch Eigenschaften. Nee, können wir nicht. Warum geht denn das hier nicht? Normalerweise kannst du ja sagen, damit du das halt im Also normalerweise kannst du sagen, damit du das Audio halt auch hier haben willst. So, jetzt wollen wir noch mal gucken. Ich möchte noch mal zu den Einstellungen. Und ich möchte nochmal Bild und Ton. Und hier nochmal HDR automatisch. Ich möchte es gerne nochmal testen. Ja, so sieht es denn aus. Bild und Video. Also es schleift super durch. Wir haben auch ein super Bild,
Aber sobald HDR ins Spiel kommt, haben wir Probleme. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Laptop liegt wegen der Geschwindigkeit und so, aber ich glaube eher, dass das mit HDR, das habe ich auch schon mal in verschiedenen Foren gelesen, wenn man HDR durchschleift und das runterskaliert, sieht das teilweise immer etwas blöd aus. Weil da wird es, gibt es immer Probleme wegen der Umkomprimierung. Und ja, aber 4K ist ja auch schon mal schön. So, dann würde ich jetzt sagen, und wenn man das dann wirklich richtig 4K HDR haben will, da muss man aber dann für eine Capture-Karte, was habe ich ausgegeben, 250 Euro für meine. Also da müsst ihr, also mit 200, oder gibt es jetzt die Elgato vielleicht günstiger? Nee, nicht mit PESU, nur ohne PESU. Na, also wann about 250 habe ich ausgegeben, müsst ihr mit 250 Euro rechnen. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir mal einen Teststream und wir gucken mal, was die Leute sagen. Wir machen auch noch die Kamera rein und Mikrofon. So, okay. Die USB-Kamera, die wollen wir auch noch drehen. Benutzer definiert. 720p, höchstmögliche FPS, vertikal spiegeln, ja, siehst du, vertikal gespiegelt, schon ist es toll. Herrgott. Mann. Ja, ich mag das nicht, wenn die Kamera direkt oben in der Ecke ist. Deswegen machen wir sie mit so einem kleinen Abstand. Und wir machen auch noch ein Audiogerät hinzu. Aufnahmegerät, und zwar nehmen wir hier Mikrofon Realtek. Okay. Test 1, 2, 3. Okay, haben wir. Und dann würden wir jetzt sagen, wir gehen jetzt einfach mal live. Ich werde mal gucken, wie ich euch hier hinstellen kann, damit ihr so ein bisschen was seht, was hier gerade jetzt gleich passieren wird. So. Ah. So, dann seht ihr halbwegs den Bildschirm, halbwegs hier unten. Oder, also für euch ist, glaube ich, eher wichtiger, wenn ihr das seht, was hier unten abgeht. So. Und zwar gehen wir jetzt auf Stream starten. Ich habe auch schon die Sachen alles eingegeben, also hier die sag schon den Capture-Schlüssel. So, jetzt müssen wir hier auf darauf gehen. Müssen wir warten, der Stream müsste hier gleich ankommen. Hier ist er. Wann haben wir gesagt? Wann er? Ich schreibe mal rein, komme. Leute warten, ich hatte nämlich schon vorzeitig geplant. Ach Mann. Leistung starten.
1 Test, YouTube-Kanal, Stream, Capture-Karte, so. Und dann gehen wir hier rauf. Kopieren. Ja, irgendwie bin ich hier gerade zu dusselig. Ah, hier ist es. So, jetzt ist der Stream hier da. Fehler, Streamschlüssel dupliziert. Dashboard, okay. So, die Qualität ist da. Kopieren. Fertig. So. Jetzt ist das Bild da. Schließen. Stream starten. Müssen wir warten, bis der Stream wird gestartet. Der Stream ist gestartet. Jetzt können wir uns hier angucken. Nee, das wollen wir nicht. So, Test Stream Capture Karte. Ja, läuft. Ich muss aber den Ton hier runter machen, sonst gibt es ein Echo. Noch schnell Rudi Bescheid sagen, dass ich gerade einen Test mache. Der wollte ja gucken. Mache gerade Teststream mit der Capture-Karte aus China auf YouTube. So. Ronny, einen wunderschönen guten Abend. So. Ich muss noch mal kurz anmachen. Mache gerade Teststream mit der Capture-Karte aus China auf YouTube. So. Ja, der Delay ist bei mir jetzt ein bisschen hoch. Der Delay ist jetzt bei mir ziemlich hoch, weil ja, mit dem Laptop und der Akku fast leer, der schon und ja. Ist halt nur der kleine Laptop. Ja, Ton ist auf jeden Fall da. Und jetzt gucken wir mal. Welches Spiel hat denn HDR auf 100%ig? So. Achso, ich habe HDR ja sowieso ausgeschalten. Ich kann euch mal was zeigen, was passiert, wenn wir HDR einschalten. Bildschirm. So, HDR anpassen haben wir noch. Wir haben HDR aus. Wenn wir jetzt auf automatisch machen. Jetzt müssen wir warten, bis es hier die Rückkopplung gibt, also bis ich da drüben angekommen bin. Moin, moin, Rudi! So. Ja, und dann zeige ich euch das mal. Dann sieht das so aus. Also mit HDR haben sie dann halt immer noch so ein bisschen Probleme. Also es wird 4K HDR durchgeschleift, aber beim Aufnehmen beziehungsweise jetzt in der Capture-Möglichkeit, vielleicht finde ich da noch eine Möglichkeit, sieht das Bild dann etwas dunkler aus. Ja, das ist jetzt das Bild mit HDR an. Und wenn wir jetzt HDR ausmachen, dann sieht das Ganze so aus. Weil wird ja auch runterskaliert und so. Also ich denke mal, da
Ja, warte ab, Rudi, kommt gleich. Achso, du siehst ja noch nicht. Ach, ich bin wieder vor. So, und dann können wir ja mal hier einfach ein Spiel starten. Ja, warten wir nochmal, was quietschbuntet. Fantasy Friends. Also ich habe bei mir 4K HDR auf dem Fernseher. Jetzt natürlich, was habe ich jetzt? Warte. Jetzt nur noch UHD, ohne HDR. Ja, jetzt haben wir hier was quietschbuntet. Ich habe wohl den Ton. Aber ihr seht, es funktioniert quietschbunt. Wir gehen mal zu unserem Drachen rein. So, und dann gehen wir mal raus. Und dann starten wir mal ein PS5-Spiel. Und zwar, was nehmen wir da? Spider-Man hat ja schon runter. Scheiße. Nehmen wir mal Godfall. Ja, das Stocken, das ist wegen meinem Laptop. Also bei mir läuft, also ich gucke ja hier nebenbei, sieht flüssig aus. Jetzt, weil der Laptop hatte auch nur noch die Hälfte an Akku. Verbindungsfehler. Das PlayStation Network ist momentan nicht erreichbar, was ist denn das? Hä? Geht bei euch PlayStation Network auch nicht? Ja, Online-Status unbekannt. Ach, wieso bin ich denn schon wieder damit? So. Ah, jetzt geht's.
So, ich bin verbunden, wird hergestellt. Na, endlich. Läuft. So, dann machen wir mal noch eins zum Test. Was nehmen wir denn da? Was? Aha, das ist for the players. So, und dann nehmen wir noch mal ein PlayStation 5 Spiel. Dann nehmen wir, ach ne, ich kann jetzt nicht Mortal Kombat nehmen. Ich kann auch nicht Man Eater nehmen. Da sind wir gleich wieder ab 18. Ihr habt ja gleich wieder ihn auf den Deckel. Nehmen wir mal Sackboy. Oh, läuft alles sehr gut. So. Dann würde ich jetzt hier das Video schon mal kurzzeitig beenden und ich teste noch ein bisschen weiter. Fazit kommt dann später, weil ihr seht ja auch jetzt nicht so viel. Wäre ja Blödsinn.